Wir finden dasselbe bei der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, die man so in der Kirche sieht, die steht so in keinem der Evangelien. Die Weihnachtsgeschichte, das ist die Geburt Jesu, die finden wir bei Lukas und Matthäus. Bei Lukas ist die Geschichte folgendermaßen. Die Familie von Jesus wohnt in Nazareth. Jetzt müssen die einmal nach Bethlehem, um sich in eine Steuerliste einzutragen. Und schon vorher in Nazareth gibt es einen Engel, der kommt zu Maria und verheißt ihr die Geburt von Jesus. Okay, sie marschieren los nach Bethlehem, tragen sich in die Steuerliste ein, lassen Jesus beschneiden, gehen 40 Tage später nach Jerusalem und dann wieder zurück nach Nazareth, wo sie ja auch ursprünglich herkommen. Bei Matthäus ist die Geschichte anders. Bei Matthäus wohnt die Familie in Bethlehem. Die haben dort ein Haus. Die waren vorher nicht in Nazareth. Und dort wird Jesus auch geboren. Nicht in einem Stall oder in einer Krippe, wie das bei Lukas der Fall ist, sondern ganz normal in einem Haus. Und sie müssen Bethlehem deswegen verlassen, weil der Herrscher von Bethlehem einen Kindermord anordnet. Der Herrscher von Bethlehem, er hört, oh, da soll ein Retter geboren werden, ein König der Juden oder was auch immer, und er lässt alle Kinder ermorden. Er hört das von den drei heiligen drei Königen. Die tauchen auch nur bei Matthäus auf. Die Familie von Jesus muss fliehen. Sie flieht zuerst nach Ägypten und geht dann von Ägypten nach Nazareth. Und man merkt schon, die beiden Geschichten haben eigentlich überhaupt keine Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit ist eigentlich nur, dass Jesus von einer Jungfrau in Bethlehem geboren wird. Die Umstände sind vollkommen verschieden. Bei Lukas wohnt die Familie in Nazareth, geht nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzutragen und wieder zurück. Bei Matthäus wohnt sie in Bethlehem, muss fliehen wegen dem Kindermord und kommt nicht zurück nach Nazareth, weil sie immer noch Angst hat, und geht nach Bethlehem. In der Kirche macht man daraus einen Stereo-Effekt. Man wirft das alles einfach zusammen. So wird ihr dann aufgeführt einmal im Jahr. Da ist die Familie in Nazareth, kommt nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzutragen. Das ist Lukas. Jetzt ist die Familie in Bethlehem und die Kinder werden ermordet. Das ist wieder Matthäus. Die Familie muss nach Ägypten. Nicht wie bei Matthäus kommen sie nur von Ägypten nach Nazareth. Die gehen nach Jerusalem. Das ist wieder Lukas. Und dann erst nach Nazareth. Und auch hier muss ich mich fragen, haben die wirklich die Geschichte so erzählt? Haben Lukas und Matthäus dieselbe Geschichte einfach nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt? Wie passt das überhaupt zusammen? Kann ich mir wirklich vorstellen, dass es alles so passiert und jeder von denen erzählt mir genau 50%? Was sind das für Geschichtenerzähler? Was sind das für Leute, die mir von einer wichtigen Begebenheit genau die Hälfte jeweils erzählen? Ich kann mir jetzt vorstellen, die haben mir an vielen anderen Stellen im Evangelium mir auch nur die Hälfte erzählt. Ich weiß ja schon, dass sie das hier bei der Weihnachtsgeschichte gemacht haben. Das können die an vielen anderen Stellen auch gemacht haben. Einige haben das auch ganz offen gesagt. Ja, wissen wir. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Aber der darf aber nicht recht haben. Was schwer für den Menschen ist, selbst wenn er etwas als Wahrheit erkennt, diesen Weg zu gehen, wenn es mit ihm mit Einbußen verbunden ist, wenn er dadurch etwas verliert. وقد كان بالسقم